Halli, hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit den schönen Glitzern von Laura's Art Corner. Ich werde die auch in der Beschreibungsbox aufschreiben, wie die heißen. Kann man ja hier hinlegen. Angel Wings. Das Dunkle ist das Charcoal Grey Holo. Dann kommt das Goldene. Das ist das Princess Rapunzel. Und das rosafarbene Princess Aurora. Das sind diese Farben, die habe ich hier angemischt. Ich werde immer zwei Eier damit gestalten. Ich gebe dazu jetzt hier das unteren Teil rein. Ich hoffe, ich kann mir das gut hier einteilen. Dass einfach hier unten der Glitzer ist. So, einmal. Das Angel Wings. Das nächste ist das Charcoal Grey Holo. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt hier zu dick auftrage oder wie das nachher rauskommt, der Effekt nachher rauskommt, den ich erzielen möchte. Ich glaube, beim ersten haben wir jetzt hier zu viel reingegeben. Es bleibt ein bisschen weniger übrig. Ich glaube aber, weniger ist manchmal besser. Das soll ja nur so ein Hauch sein. Der Glitzer soll ja so als Effekt erscheinen. Das Prinzessin Rapunzel. Princess Rapunzel. Rapunzel, lass dein Haar ab. Ich habe ja auch lange Haare. Ich bin aber kein Rapunzel. Oh, das glitzert so schön. Ich glaube, das sieht man in der Kamera einfach nicht. Da müsste der jetzt da sein. Ihr werdet staunen, wie schön das ist. So. Und als zu guter Letzt Princess Aurora. Oh, das ist ein Funkeln. Oh, Laura, vielen Dank für deine mega tollen Glitzer. Ich muss es viel mehr einbauen. Ich mache immer nur so einen kleinen Klecks in der Mitte. Das ist meistens so wenig bei mir und ich finde die so schön. Oder auch mal als Hintergrund. Die Marion Richter, die hat ja auch schon im Hintergrund Glitzer genommen. Als zweite Schicht quasi. Sieht so schön aus. Ach, das glitzert. Ach, so schön. Oder mein Kettenanhänger müsste ich mal gestalten. Irgendwas mit Glitzer. So, jetzt habe ich mein Mastercast. Das habe ich jetzt hier im Wasserbad angemischt. Ich muss kurz mein Stäbchen rausmachen. Sonst fliegt mir das nachher noch hier in meinen Guss rein. Das wäre ja nicht so gut. Das ist schön warm. Das ist schön vorangeschritten. Ich gieße jetzt hier einfach meine Formen auf. Mit dem klaren. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu voll mache. Oh, das ist, glaube ich, schon mega voll. Ich möchte ja noch was reingestalten. Muss ich gleich noch mal was abschöpfen. Lieber gebe ich noch mal ein bisschen rein. Aber das war jetzt einfach hier zu viel. So. Ja, man verschätzt sich manchmal. Das ist auch zu viel. Oh Mist. Nachher wieder sauerei hier. Also ich lasse es mal hier kurz so stehen und dann gucke ich mal, was ich noch reinfüllen kann. Ich habe bestimmt noch ein bisschen übrig. Und da werde ich noch ein einzelnes gestalten. Ich mache ja lieber minimal zu viel an. Als zu wenig. Wenn es so knapp ist, ist immer blöd. Okay. Und hier noch. So. Jetzt muss ich mal hier schauen. Also, hier ist es zu viel. Sorry, ich muss es halt einfach wieder rausnehmen. Es läuft mir sonst über. Müsst ja noch was drin gestalten. Jedes Mal passiert mir das. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich muss jetzt mal die Farben hier wieder wegmachen. Sonst passiert noch was. Ihr habt gesehen, wie die Farben heißen. So. Okay, ich glaube, hier war noch ziemlich voll. Also das kann man sich wirklich sparen, indem man vorsichtig reingießt, aber wenn man so überschwänglich ist und voller Freude hier gießen möchte, dann passiert das eben. Okay, ich schaue mal hier noch drüber. Da
ist auch noch zu viel. Okay. Ja, etwas minimal. Ich mach das dann gleich hier weg. Ich glaube beim Rest. Nee, da ist auch ziemlich voll. Das gibt's doch nicht. Also sorry. Dann spult einfach vor. Diese Zeit, die hätte ich mir jetzt wirklich sparen können. Das ist keine Absicht. Ich ärgere mich jedes Mal selber, wenn es mal zu viel wird. Okay, ich glaube, jetzt ist es aber gut. So, kurz abwischen. Also, hier habe ich das drin. Ich gehe mal ganz kurz mit dem Föhn drüber. Also, jetzt geht's aber los. Ich habe mir weiß schon angemischt, weiße Pigmentpaste und einen Hauch, wo habe ich es denn hingestellt? Weiße Pigmentpaste von Stephanie Etter und einen Hauch Pigmentpulver Interference Pearl. Einfach, dass es ein bisschen Schimmer gibt. Also, aber was ich noch als erstes mache, möchte mir hier noch einen Riesen-Ink immer reintropfen. Ich nehme jetzt hier mal das Campari. Jetzt hier bei dem gelben oder beim goldenen Glitzer. Campari. Hier passt das. Nee, das nehme ich das. Wo ist das? Wo ist das? Das Slate Grey hinein. Slate Grey ist eigentlich so ein lila Ton. So. Mal schauen, wenn ich nichts finde von der Farbe, dann lasse ich es halt weg. Das Amaranth passt hier vielleicht gut rein. Also ich müsste es jetzt auch nicht mit der Farbe machen. Ich habe das jetzt halt hier einfach Lust drauf. Ich habe sowas ähnliches schon gemacht als Weihnachtskugeln. Also zu letzten Weihnachten war das so ein bisschen mein Guss. Hier mache ich das Manila Green rein. Das Manila Green rein, weil mir das sehr gut gefällt. Das, ja, ist ein bisschen Farblex. Das mache ich dann alle hier mit diesen Farben. Genau. Also, das war es jetzt mal, dieser Schritt. Und jetzt, ja, ich wollte eigentlich noch eine Farbe mischen. Jeweils, aber es brauche ich 4 verschiedene Farben. Das ist mir jetzt zu viel. Ich gebe jetzt das Weiß rein. Und zwar hier. Ups. Ja, das ist jetzt das. Ziemlich. So. Okay, ich mache jetzt mal überall das Gleiche. Mal schauen, wie viel es mir reicht. Ich möchte die Zwischenräume noch auffüllen. Oh, das ist ein bisschen hier geschmiert. Aus dem Spritzbeutel wäre es auch nicht schlecht. Aber ja, ich mache jetzt halt hier. Aus dem Becher. Es ist halt schon warm und es ist irgendwie, habe ich das Gefühl, wenn es warm ist, dann läuft es halt einfach besser. Wird ein bisschen dünnflüssiger. Und dann hat man hier die Probleme. Haben wir halt ein bisschen Sauerei. Aber ich denke, das sieht man nachher gar nicht so arg. Okay. Ja, einfach mal ein bisschen Sauerei machen, ist ja auch nicht schlecht. Ups. Und ich hoffe immer, dass ich es nicht zu dick angemischt habe, dass es mir nicht ploppt. Oh, das war jetzt sehr dick gegossen. Oh, je. Naja, gut, so ist es halt. Aber oftmals sieht es total nach Sauerei aus und irgendwie im Endeffekt ist es dann gar nicht so schlecht geworden. Lass uns mal überraschen, was dabei rauskommt. Das soll man da im Endeffekt vielleicht irgendwelche Blumen darstellen. Und ja. Irgendwas wird es schon geben. Manchmal wird es hier zackig, manchmal wird es hier eher rund.
Die Abstände sind immer noch zu groß. Ich muss aufpassen, dass ich mir das nicht hier irgendwo anders noch reintauche. Hier noch ein drittes. Ich mache jetzt einfach mal hier drei Bögen. Pro Ei. Ist mir aber zu viel Abstand. Ich muss auf jeden Fall noch was machen. Aber ich habe jetzt nicht so viel übrig, dass ich jetzt hier nur jeweils eine eigene Farbe anmischen kann. Das stört mich jetzt hier. So. Mir ist oftmals, dass es einfach mit einer Sauerei anfängt, mit Geklecker, wenn man nicht genau weiß, wie sowas ist, machen. Und ja, aus dem Spritzbeutel ist es halt natürlich viel bequemer. Und aus dem Becher hat es bei mir auch schon besser geklappt. Jetzt brauche ich mal nochmal ein Tuch. So. Ja, und ich möchte es nicht in einer Farbe abtönen, weil das passt dann nicht überall rein. Also machen wir jetzt hier nochmal. Ja. Ja, und hier. Mache das einfach so, in der Hoffnung, dass ich nichts verklecker. Okay. Genau, so geht es auch gut. Dann habe ich fünf Bögen. Das wird auch reichen. Ich gleich so machen soll. Muss mal aufpassen, dass ich nirgends reintauche. Dieser Silikonbecher ist irgendwie so ein bisschen blöde. Okay. Das geht auch gut auf. Ah, ich habe noch minimal Rest und ich habe hier auch noch klares Harz, einen Rest und das gieße ich dann noch in irgendeine andere Form rein. Mache ich auch sowas in der Art. Ja, das Weiß müsste auch noch reichen. Genau. Also es sieht aus, wie wenn es nicht geploppt hätte. Ich glaube, das wird ganz gut. Vorher brauchst du nochmal ein frisches Tuch. Okay. Ja, wenn man so viele kleine auf einmal macht, das ist dann halt auch, wie es ist. Ich nehme jetzt mein Dotting-Tool. Also manche Formen sind ziemlich voll geworden. Also gib da lieber ein bisschen weniger rein und gieße zur Not später noch auf. Ich gehe jetzt hier nach innen. Wisch mir das Stäbchen immer ab, dass ich mir hier nicht am Anfang hier versaue. Ich gehe auch hier am Rand entlang, um diese Blobs ein bisschen zu entschärfen. Und gehe dann hier. Da kann ich jetzt hier in der Farbe bleiben. Oh je, das ist aber hier sehr zäh. Und gehe hier ein bisschen nach außen. So. So in der Art waren meine Weihnachtskugeln. Ich möchte jetzt ja kein Weihnachten machen. Ich möchte jetzt hier Frühlingsfarben machen mit viel Glitzer. Und das ist ja eine Eierform. Also Glas erinnert dann schon an Weihnachten. Aber ja. Bin mal mega gespannt, wie der Glitzer dann aussieht, ob es dann gut klappt. Seht ihr, wie voll das ist? So, und dann noch nach außen. Gut, wenn man mehr Farbe mit einbaut, wenn man die Streifen nicht nur in Weiß macht, sondern auch in verschiedenen Farben, dann kommt es wahrscheinlich nochmal interessanter raus. Aber ich wollte jetzt ja nicht hier 100 Sachen anmischen. Das kann man bei 2, 3 machen, aber bei 8 Stück ist es ein bisschen blöde. Hier, nächste. Also ich gehe jetzt hier von der Mitte und dann jeweils die Hälfte und am Rand nach oben zu diesem Aufhängeloch. Und dann durch die Schichten hier nach unten. Ihr könnt auch aber unterschiedlich viele Zacken machen, Blütenblätter quasi, sind ja sowieso halbe Blumen. Das bleibt euch ganz allein überlassen, wie ihr das gerne gestalten möchtet. Ich wollte halt ein bisschen Farbe mit einbauen, ich wollte viel Glitzer mit einbauen. Es verändert sich sowieso noch, das zieht alles Richtung Mitte. Ihr werdet sehen, was da noch am Ende rauskommt, wenn ich es ausforme. Erfahrungsgemäß. Und erfahrungsgemäß sieht diese Seite komplett anders aus als die andere Seite. Muss man hier ein bisschen Harz rausmachen. Das ist viel zu viel. Das geht schon über das Aufhängeloch.
Dann muss man das wieder aufbohren. Das sieht dann auch nicht so schön aus. So. Und jetzt gehen wir hier nach unten. Das ist das Slate Grey. Das sieht wirklich nicht nach Grau aus, sondern das ist so lila, ganz dunkles Lila. So. Okay, wieder frisches Tuch. Aber es wird ganz gut, glaube ich. Seht ihr, wie chaotisch das hier noch aussieht und wie schön das dann werden kann. Ich hoffe, es wird was. So. Okay, und ups. Dann noch außen. Hier auch. Ja, da könnt ihr so ein bisschen entspannen, ein bisschen eure Gedanken fließen lassen. Es macht mega viel Spaß. Wie auch Petra sagt, Petra Gerbracht, nehmt euch Zeit für die Blumen. So ein bisschen wie Yoga, finde ich. Einfach so ein bisschen entspannend und gemütlich und ja, macht keinen Stress. Wenn ihr was macht, was ihr schon tausendmal gemacht habt, dann wird es natürlich auch schneller gehen. Dann macht ihr das blind oder aus dem Spritzbeutel geht es auch viel schneller als hier jetzt. Das sind die Rollläden der Nachbarn. Es ist noch nicht mal dunkel, dann macht schon Ratsch, Ratsch, Ratsch im ganzen Haus. Das ist ja so, hat halt jeder sein Ding. So. Ach, ist das schön. Ich hoffe mal, die werden einigermaßen. Die sind schon ziemlich weißlastig. Ich hätte nicht so weit nach unten sollen mit meinen Bögen. Nicht so weit in Glitzer rein. Aber ja, schauen wir mal. So, fast geschafft. Hier muss ich den das Aufhängeloch noch kurz befreien. Ist auch noch hier dicht. Ich denke, der Rest ist okay. Das war auch ziemlich voll. Bei mir klebt schon wieder alles. So. Sind halt ziemlich länglich. Aber es ist einfach mal wieder eine andere Form. Einfach mal wieder ein bisschen eine andere Blume, so eine halbe Blume. Ja. Und vor allem Glitzer. Glitzer, Glitzer. Mein Haar ist schon durch die Wärme, durch das Wasserbad, schon ziemlich weit vorangeschritten. Es gibt schon so richtig zähe Fäden, wo ich es noch gar nicht so lange stehen lassen habe. So. Ja, fast geschafft, juhu. Da muss ich meinen Rest noch kurz aufbrauchen, bevor der mir zu fest wird. Aber dann mache ich auch entsprechend sowas in der Art. Mal schauen, welche Farbe ich dann nehme, welches Glitzer ich dann nehme. So, das ist auch ziemlich voll. Da muss ich mein Aufhängeloch auch gleich noch frei machen. So, und hier auch. Ich habe jetzt hier für den Rand sonst noch keine bessere Lösung gefunden. Oh, da ist noch ziemlich viel Weiß dran. Das hasse ich, wenn die Handschuhe kleben. Ich hasse es einfach. Das mag ich gar nicht. Dann bleibt man nämlich irgendwann mal hängen und dann schmeißt man sich das Stäbchen ins Herz und nee. So, und letzte. Juhu, geschafft. Also hier noch die Aufhängung freimachen. Ich nehme jetzt einfach ein bisschen mehr raus, dass es auch frei bleibt. Hier ist auch etwas dicht. Hier auch. Ja, das ist halt einfach, wenn es zu voll ist. Müsst ihr ein bisschen aufpassen. Kann zwar schon noch was durchmachen oder einen dünnen Faden oder so, aber es ist einfach ärgerlich. So, lieber ein bisschen was raus. Sieht man nachher vielleicht auch nicht mehr so arg. Ist auch voll. Okay. Jetzt ist es halt so, wie es ist. Also, ich lasse es mal so stehen. So mal abwischen. Uiuiui. Und dann mache ich mir noch mein restliches Harz noch fertig.
und gestalte hoffentlich was Schönes, auch so wie hier. Ich mache gar nicht mehr viel, vielleicht mal vorher noch kurz drüber zum Schauen, wo jetzt noch irgendwelche Bläschen sind. Und das war's. Ach Mann. Seht ihr, das ärgert einen, wenn es hier so voll ist. Da muss man hier das wieder freischaufeln. Ist immer noch so voll. Ich will gar nicht so viel dran rummachen. Okay, also ich denke mal, es wird es ja hoffentlich so bleiben. Es geht immer hier drüber. Es hat schon so blöd angefangen. Ja, es zieht sich gerade so durch. Okay, jetzt lasse ich es einfach. Wenn es halt so ist, dann ist es halt so, dann muss ich es halt aufbauen. So. Das Harz macht halt, was es will. Hat einfach seinen eigenen Kopf. Okay. Und da ist noch. Okay, also wird schon passen. Sieht auf jeden Fall mal schön aus, glitzert mega schön. Ich hoffe, der Glitzer macht mir meine weißen Blütenblätter nicht so kaputt. Das passiert oftmals. Sind wir jetzt einfach mal hier guter Dinge. Hoffen wir, dass es funktioniert. Mein Wasserbad muss ich kurz auf die Seite stellen. So. Dann kann ich jetzt noch meinen Restguss machen. Das hier kann ich jetzt gar nicht bewegen. Das ist einfach jetzt hier zu voll. Und wenn man dran rüttelt, dann passiert nachher noch was. Dann verschiebt sie es noch. Das wollen wir ja nicht. Aber ich kann es nicht lassen. Ich mache jetzt hier noch dran rum. Gell? Das habt ihr schon gemerkt. Okay. Also gut, das war's jetzt. Jetzt muss ich es wirklich lassen. So. Dann mache ich einen Restguss. Ich glaube, ich filme das auch noch kurz mit. Vielleicht ein Kurzvideo oder so. Einfach zum Zeigen, was ich noch draus mache. Und ja, es gibt noch eine Form voll. Ich schmier noch ein bisschen Farbe an. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen bis dahin. Wir sehen uns zum fröhlichen Ausformen. Sieht sehr kleckerig aus, aber passt schon. Also bis zum Ausformen. Ciao, ciao. Ausformzeit. Jetzt bin ich gespannt, wie die Schätzchen rauskommen. Ich hoffe mal, es sieht einigermaßen aus. Das ist jetzt hier Manila Green und Angel Wings. Oh, sehr schön. Ich versuche nachher mit der Kamera und Beleuchtung das irgendwie hinzubekommen. Es ist transparent. Von hier aus glitzert es echt wunderschön. Ich denke, das sieht man einfach immer so schlecht, aber ich versuche es, die Bilder festzuhalten. Hier ist meine Sauerei hängen geblieben. Das war das Smoke Grey und dunkles Holographic. Wow, das sieht auch schön aus. Mega. Schade, dass ihr den Schimmer nicht so seht von dem Glitzer. Aber ja, das bekommen wir hin. Hier das Campari. Auch schön. Und auch das Weiß, das schimmert. Ein bisschen kann man es erkennen hier. Das Glitzer ist mega. Mega, mega. Hier hat sich ein Glitzerteilchen auch versteckt. Ach, ich liebe Lauras Glitzer. Ich liebe die Form von Molds and Shapes. Ich liebe mein Harz. Das Mastergast sind ja absolut meine Lieblingsprodukte und mein Lieblingshersteller, sage ich mal. So, und es ist das gleiche quasi in Grün, sagt man mal. Ja, sehr gut. Sehr schön. Die unteren Blüten haben sie ein bisschen versteckt. Aber das ist egal. Ich habe ja auch mega viel Glitzer reingemacht. Nächstes Mal bin ich vielleicht ein bisschen sparsamer. Das ist ja wirklich was sehr ausschweifend. Hier auch. Man sieht die Blüten noch im Hintergrund. Aber ja, ich bin total zufrieden. Gefällt mir mega gut. Wenn ich das dann noch in der Kamera festhalten kann, als Foto, dann ist es perfekt. Oder als kleines Video mit Beleuchtung. Muss mal schauen, wie ich es mache. Wow, mega schön. Fast ein bisschen viel Blume. Nächstes Mal mache ich es vielleicht ein bisschen kleiner. Auch mit den Farbklecks finde ich es toll. Ja,
Sehr, sehr schön. Hier sieht man es glitzern. Also die Glitter sind mega, das Harz ist mega, die Form ist mega. Es ist alles toll. Ein bisschen Sauerei habe ich veranstaltet. Aber egal. Ich werde es jetzt noch hier einmal drüber filmen und hoffe, dass man das Glitzern sieht. Ich nehme vielleicht nur 4 Stück. Es sind ja jetzt immer 2 gleiche. Sind trotzdem schöne Frühlingsfarben. Ich denke, wenn es so irgendwo am Ast hängt und so glitzert, das sieht dann wunderbar aus. Genau. Sehr schön. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Es ist im Prinzip ganz einfach. Ein ganz einfacher Guss. Probiert es einfach mal aus. Ja, würde mich über Kommentare freuen, über einen Daumen hoch, über ein Abo natürlich. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns zum nächsten Video. Ciao! So, ich habe jetzt meine Schätzchen auf die Unterlage gelegt und versucht es mal hier, das Glitzer ein bisschen festzuhalten. Ist nicht so einfach. Ist wirklich mega glänzend, glitzerig. Sehr schön. Aber ja, es ist nicht einfach. Ich denke, in der Sonne ist es noch besser. Hier ist es mit Blitz gefilmt. Aber für den ersten Eindruck ist es eigentlich ganz gut. Also, dann verabschiede ich mich nochmal von euch, sorry. Ich bin jetzt aufgeregt. Und hoffe, euch hat es gefallen und würde mich natürlich über einen Kommentar freuen, über ein Abo, über einen Daumen hoch. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns zum nächsten Video. Bleibt gespannt.